da, ich geh hinein. Schön Mädchen, jung und fein, viel weißer noch als Kreide. Ist der tollwütig schirrlich, das ist der tollwütig schirrlich. Hab mich Kleid, verschone mich, verschone mich. Bin ich nicht ein Narr, dass ich mich schrecken ließ? Gibt doch schwarze Vögel in der Welt. Warum nicht auch schwarze Menschen? Ach, da ist das schöne Fräuleinbild noch. Du, Tochter der nächtlichen Königin. Nächtlichen Königin? Wer bist du? Ich bin ein Abgesandter der sternflammenden Königin. Du kennst also meine Mutter? Wenn du die Tochter bist, ja. Ja, ich bin es. Das werde ich gleich kennen. Haare schwarz, richtig schwarz. Augen blau, richtig blau. Tja, alles trifft ein, aber bis auf Hände und Füße. Nach dem Gemälde zu schließen, solltest du weder Hände noch Füße haben, weil hier sind keine aufgezeichnet. Erlaube mir. Ja, ich bin es. Aber wie kam es in deine Hände? Das muss ich dir sehr umständlich erklären. Dankeschön. Ich kam heute früh, wie gewöhnlich, zu deiner Mutterpalast. Eben, als ich im Begriffe war, meine Vögel abzugeben, da sah ich einen Menschen vor mir, der sagt, er sei ein Prinz. Dieser Prinz nun hat deine Mutter so für sich eingenommen, dass sie ihm dein Bild geschenkt und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell wie seine Liebe zu dir. Liebe? Er liebt mich? Ja. Oh, sag mir das noch einmal. Ich höre das Wort Liebe gar zu gern. Ja, er liebt dich. Wirklich? Wie hoch ist die Sonne? Gegen Mittag. Dann haben wir nicht viel Zeit. Bald kommt Sarastro von seinem Spaziergang zurück. Was ist Sarastro? Ist nicht zu Hause. Hause? Komm mit. Du wirst Augen machen, wenn du den schönen Jüngling erblickst. Aber wenn du nun ein böser Geist von Sarastros Gefolge bist. Ich ein Geist? Jö. Mir ist vom Geist keine Spur. Hätte ich nicht von dir erwartet, mein Fräuleinbild. Vergib, vergib. Ich wollte dich nicht kränken. Du hast ein gefühlvolles Herz, das sehe ich. Ja, freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Ne? Was nützt mir das alles? Möchte mir alle meine Federn ausrupfen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Armer Mann, du hast also noch kein Weib? Noch nicht einmal ein Mädchen. Viel weniger ein Weib. Ja, es ist traurig. Und seiner hat auch bisweilen so seine lustigen Stunden, wo man gerne gesellschaftliche Unterhaltung pflegen möchte. Geduld, Freund. Der Himmel wird dir eine Freundin schicken, ehe du's vermutest. Wenn er sie nur bald schickte. Triebe mich zu fühlen, bis dann der Weiber erste Pflicht. Wir wollen uns dem Leben freuen. Wir leben durch die Liebe allein. Wir leben durch die Liebe allein.
unsere Lebenstage, sie